Hallo, ich bin Claudia von der Stoffelbelle und ich zeige euch heute zwei tolle Mantelschnittmuster, die auch Näheinsteigerinnen gut gelingen werden. Wer würde vermuten, dass dieser Traummantel so einfach zu nähen ist? Der übergroße Schallkragen, der so charakteristisch für diesen Mantel ist, ist einfach an den Vorderteilen mit angeschnitten. Er lässt viele Möglichkeiten zu, wie man den Ausschnitt richtet. Geschlossen wird der Mantel mit einem Bindegürtel. Aber er ist auch sehr gut offen zu tragen. Das macht ihn so locker. Die Kanten sind einfach abgeschnitten. Es wird nichts versäubert. Und die schwierigsten Arbeitsschritte beim Mantelnähen lassen wir einfach weg. Es gibt kein Futter und keine Knopflöcher. Wir verzichten aber nicht auf den Luxus einer Eingrifftasche in der Seitennaht. Und hier sehen wir, mit wie wenigen Schnittteilen der Mantel Hedwig auskommt. Es gibt das Rückenteil, die Ärmeln, hier das Vorderteil mit dem angeschnittenen Schalkragen und die Nahttaschen. Das ist alles für diesen beeindruckenden Mantel. Wer es lieber puristisch mag, wird von der Jacke Kami begeistert sein. Eine Sommerjacke aus winterlichem Wollwald genäht. Dieser Stoff erlaubt uns eine vollkommen offenkantige Verarbeitung. Die Ausschnittkanten sind einfach abgeschnitten und auch die inneren Nähte müssen nicht versäubert werden, denn der Stoff ranzt nicht aus. Für die Winterversion habe ich das Vorderteil etwas verbreitert, damit es vorne mehr geschlossen ist. Und die Ärmeln sind um 15 bis 20 cm verlängert. Das Prinzip ist einfach. Es gibt ein Rückenteil, zwei Vorderteile und mit nur insgesamt 4 Nähten wird dieser tolle Mantel fertiggestellt. Die Original-Schnittmuster dazu und auch die Nähpakete findet ihr in meinem Onlineshop auf stofflebelle.com.